Hallo, heute seht ihr unsere Abendroutine. Viel Spaß dabei! Nach einem langen, aufregenden Tag legt Teddy sich erstmal in seinen Laufstall, um runterzukommen. Momentan spielt er da sehr gerne mit seinem Holzspielzeug. Währenddessen lasse ich uns schon mal ein schönes Bad ein. Anschließend hole ich den Kleinen zu mir ins vorgewärmte Badezimmer. Er spielt da in seinem Badeaufsatz, während ich mich für die Badewanne vorbereite. So, jetzt ist auch Teddy dran. Er wird immer auf der Badematte ausgezogen und ab geht's in die Badewanne. Wie ihr schon seht, baden Teddy und ich momentan sehr gerne zusammen. Er ist eine richtige Wasserratte und es macht super viel Spaß. Badet ihr auch mit euren Kleinen zusammen? Nach dem gemeinsamen Bad steige ich aus und setze Teddy nochmal rein, während ich mich abtrockne und anziehe. Er mag das total gerne und strampelt dann nochmal richtig rum. So, jetzt ist es aber auch für Teddy Zeit rauszukommen. Ich kuschel ihn dann ganz gerne in sein weiches Teddy-Handtuch. Jetzt befinden wir uns in Teddys Zimmer. Er liebt es auf seiner Wickelunterlage und da machen wir auch erstmal ein paar Faxen. Nach dem Bad darf natürlich eine Massage nicht fehlen. Wir benutzen hierzu ganz gerne ein Kokosnussöl und ich benutze einfach die Techniken, die ich in einem Babymassagekurs gelernt habe. Und natürlich die süßen Füßchen, die dürfen nicht fehlen. Nach der Massage unterhalten wir uns einfach noch ein bisschen auf der Wickelunterlage. Also das heißt, wir machen einfach so ein bisschen Gugu Gaga grrr, brrr. Und ja, dann geht's auch schon in die PJs. Bevor es ins Badezimmer ging, habe ich schon seine Schlafsachen vorbereitet. Auf unserem Bett lege ich Teddy erstmal auf seinen Schlafsack, ziehe ihm den in Ruhe an. Ja, wir machen dann noch sein Lätzchen um und dann bereite ich ihn auf seine Milch vor. Wenn Teddy seine Milch bekommt, heißt es runterfahren. Da wird gar nicht mehr irgendwie großartig gespielt, sondern wir machen einfach alles ganz ruhig, vielleicht ganz leise ein Lied singen oder uns ein bisschen unterhalten. Während wir auf sein Bäuerchen warten, schaukeln wir einfach schon mal ein bisschen hin und her und versuchen damit Teddy noch so ein bisschen mehr in Schlafstimmung zu bringen. Bevor Teddy ins Bett geht, machen wir etwas, das wir heute nennen. Da sprechen wir kurz über den Tag und was uns am besten gefallen hat, damit wir mit einer positiven Stimmung ins Bett gehen. Und das geht ungefähr so. Hallo lieber Gustav Bär, heute ist Dienstag, der 25. Oktober 2016. Und heute hatten wir einen ganz besonderen Tag. Wir sind mit meinem Freund Tobi zum Pumpkin-Picking gefahren. Es war so schön. Ich habe mir die Kürbisse genau angeschaut und die orange Farbe leuchtete so schön, dass ich mich zwischen alle Kürbisse setzen wollte. Ja, und jetzt geht unser toller Tag leider zu Ende. Ich wünsche dir eine gute Nacht, lieber Gustav. So, dann kommt der Gustav Bär erstmal auf mein Kissen. Teddy bekommt seinen Schnuller. So, dann bekommt Teddy einen Gute-Nacht-Kuss. Ich kuschel ihn noch mal ganz kurz und dann kommt er auch schon in sein Bettchen. Nachdem der Kleine eingeschlafen ist, gehe ich zusammen in die Küche. Wir kochen gerne gemeinsam und erzählen uns von unserem Tag. Nach dem Essen setzen Sam und ich uns einfach auf die Couch und gucken einfach ein bisschen Fernsehen und genießen einfach die Zeit zu zweit. So, jetzt kommen wir auch schon zum Ende der Abendroutine. Ich habe jetzt eine Flasche Tee gekocht für Teddy. Das ist so ein Baby-Früchtetee von Hip. Das lege ich hier immer so ans Fußende hin. Wenn der Kleine dann nachts Durst haben sollte, also er kränkelt im Moment ein bisschen und dann wird er halt irgendwann, ja, meistens so gegen... Irgendwann zwischen Mitternacht und 3 Uhr wird er einmal wach und möchte halt gerne was trinken. Dann kann ich ihn so ein bisschen hydrieren mit seinem Tee. Ja, aber normalerweise schläft er so bis 6, 7 Uhr morgens durch im Moment. Und also toi, toi, toi. Genau, ja.
Also normalerweise braucht er dann keinen Tee, aber manchmal hat er dann halt Durst und muss was trinken. Das ist ja auch völlig okay. Ja, ich werde jetzt ins Bad gehen und Sachen machen, die euch nicht interessieren. Also ich werde jetzt mich abschminken, Zähne putzen, Haare bürsten, PJs anziehen und sowas. Genau, ja, und dann begebe ich mich auch schon in mein Bettchen und werde dann mit Sam gleich kuscheln und einschlafen. Und ja, genau, das war's also mit unserer Abendroutine. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen. Ich würde mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Und ja, ich habe euch lieb und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.